Ich denke, die Saison hat gezeigt, dass wir als Mannschaft zusammengewachsen sind und da wollte ich auch jetzt nicht raus und von dem her bin ich froh, dass es endlich geklappt hat. Sind das diese zwei Faktoren? Einmal dieses Team, was sich aufgebaut hat vom Zusammenhalt, von der Spielidee, aber auch die Spielidee selber an sich vielleicht, die Spielveranlagung? Ja, ich denke schon, dass alles, was wir gemacht haben, dass wir auch voll dahinter standen und ja, wir sind als Mannschaft zusammengewachsen die ganze Saison über und von dem her bin ich gespannt, wie es jetzt in der nächsten Saison aussieht. Erstmal, was sind deine Erwartungen bei der Rückkehr des SCP in die zweite Liga? Und ja, worauf freust du dich in der zweiten Liga? Worauf hast du richtig Bock? Was ist da vielleicht auch noch anders als im Vergleich zur dritten Liga? Ich denke, die Stadien sind nochmal eine Art und ein Stück größer. Ich denke, mit Hamburg und Köln haben wir zwei Mannschaften in der Liga, die eigentlich nicht in die zweite Liga gehören. Und von dem her freue ich mich einfach auf geile Spiele. Auch hier zu Hause müssen wir erstmal geschlagen werden, egal von wem. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass wir genügend Punkte holen und am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir ihn fest verpflichten konnten, weil er natürlich auch im letzten Jahr eine extrem wichtige Personalie war für uns und wir einfach für unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, auch im nächsten Jahr ein wichtiger Teil sein wird. Und deswegen sind wir natürlich sehr glücklich, dass sich Marlon erstmal für uns auch entschieden hat und dass wir auch mit Düsseldorf eine Lösung finden konnten.